Jo, es ist Dienstag. 6:30 Uhr, das heißt nicht mal mehr 12 Stunden, bis die neue Version rauskommt, 5.1. Genau, die Banner sind inzwischen auch schon weg. Ich sammle mal kurz das ein. Ja, die Banner sind weg, nichts anderes existiert mehr hier. Jawohl, wie sieht eigentlich gerade hier diese Pity aus? Ist sie hoch genug, um fast zu notieren? Ich glaube schon. Achso, deshalb konnte ich noch zwei Pulse mit reinrechnen, ne? Ja, genau. Okay. Also, es sieht jetzt wie aus, was ist hier? Die kündigen jetzt schon Events an. I mean, okay, ich habe nichts dagegen, aber. Ist auch egal. Das hier ist interessant und dann das hier Daily Chicken Roll. Okay. Okay, klar. Also, heute ist eigentlich ganz normal. Ein normaler Tag, außer dass halt der letzte Tag vor 5.1 ist. Genau, ab morgen kann man auf Xelon pullen. Da habe ich natürlich auch vor, drauf zu pullen. Und das heißt zugleich aber auch, dass ich heute Friendship 10 werden sollte mit Muadani. Ja, ich sollte mit ihr Friendship 10 werden. Bitte. So, erstmal 4 Resin umgecraftet. Dann kann ich Friendship XP einsammeln schon. Ich würde sogar extra zu 2 switchen. Ganz kurzes Game lauter machen, falls sie irgendeine Voice Line hat. Oder ist heute close? Ja, wobei ich weiß gar nicht, reicht das? Wobei ich muss sagen, ich glaube, das reicht nicht. Das heißt, ich mache erstmal Resin. Und wenn ich fertig bin mit Resin, mache ich Dailies. Dann soll ich Dailies sein, dann schaue ich mal. Genau. Ich will noch ganz kurz was nachschauen, ob es hier gerade irgendwas gibt von Daily Commissions, hätte ich brauche. A small step for Hilichurl's Poetry Exchange. Oh. Actually, ich mache das mal kurz. Ich mache das ganz schnell, weil. Das könnte mir potenziell ein Achievement geben. Genau. Wait, wo zum Fick? Also Chest, was? Die hatte ich die noch nicht. Das ist krass. Wait, was? Wie hat das Missile nicht getroffen? Was soll das? Anyways, hi. Ich soll mit Hilichurl reden. Kann ich auch gerne machen. Hi. Jeder da. Sally da, Mimi, Nunu. Und. Noch eins, Muheye. Ah, okay. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den hier schon gemacht. Ich glaube, ich muss das andere Elon Musk Achievement machen. Ich mache das trotzdem mal, nur um sicher zu gehen, dass ich das habe. Oh ne! Ich hab's bekommen. Nice. Ich habe doch das Achievement jetzt neu bekommen. Sehr schön. Ja, ansonsten, heute ist auch der letzte Tag, wo ich noch tatsächlich Whimsy farmen würde. Ich war gerade vorhin in der falschen Domain. Genau, heute ist der letzte Tag, wo ich eigentlich schon wirklich noch Whimsy farmen würde. Ansonsten, ich glaube, ab morgen würde ich wieder in die Domain für ihre Mets gehen. Wer ist nochmal für ihre Artefakt? Wer ist nochmal hier? Was? Molani? Hä? Wie konnte ich den Namen gerade vergessen haben? Ist auch egal. Also genau, ab morgen würde ich da wieder reingehen. Deshalb. Ja. Sollte das heute der letzte Tag sein. Ich hoffe einfach zumindest, dass ich nicht komplett unzufrieden bin. Ich hätte halt echt gerne heute noch irgendwas Gescheites. Ich habe halt die letzten 2 Tage auch nichts Gutes gedroppt bekommen. Das heißt, wenn ich heute nichts bekommen kann, müsste ich mit einem Flop aufhören. Was sich sehr schlecht anfühlt. Ich habe jetzt halt natürlich die Möglichkeit, dann ab morgen nochmal Sands für dieses Artefakt-Set zu craften mit den Sanctifying Elixiers. Ich habe ja derzeit noch viel übrig. Ich würde es aber halt echt nur ungern machen, weil eigentlich würde ich schon noch gerne Elixier behalten, auch für ein Bosset. Weil sich das an und für sich schon noch mehr lohnt als ein Sand. Und zwar deutlich mehr. Ich habe irgendwie so Faktor 2 oder sowas. Das ist noch effizienter. Mit durchschnittlichen Assumptions. Genau. Ich habe 5 Condensed Resin für heute. Das heißt, 5 Chancen, was Gescheites zu bekommen.
Ja, schade, falscher Mainstat. Es hätte ein weniger seltener Mainstat sein können und es wäre besser. Ja. Irgendwie mal wieder Enttäuschung. Wer kennt's nicht? Aus dieser Domain. Ich bin gerade immer noch ein bisschen am Kämpfen damit, was ich machen will, ob ich früh aufstehen will oder ob ich morgen einfach nur ganz spät pulle. Ich glaube, ja, 5 Uhr aufstehen ist krass, weil bis jetzt ist mein Schlafrhythmus auch schon wieder relativ spät, weil mein Uni-Fokus gerade mal um 11 Uhr beginnt. So, Schlafrhythmus einfach so ein bisschen darauf eingestellt, auf 11 Uhr erst wach zu werden. Nicht 11 Uhr, sondern sozusagen erst 11 Uhr. Ja, eigentlich dementsprechend so kurz vor 10 aufzustehen. Ich bin halt doch relativ nah dran. Es ist nicht schlimm, wenn ich relativ spät aufstehe. Genau. Und 5 Uhr ist dann halt wiederum doch noch eine krasse Nummer. Und so heißt ja, stell deinen Schlafplan so um 5 Stunden weiter nach vorne um. Ja, klar, natürlich. H Bro, falscher Mainstat. Schon wieder. Oh mein Gott. Ach. Und es kann ja alles sein, was gut werden muss. Außer Flower. So, ich brauche Feather mit Double Crit und Attack. Oder einfach nur halt Double Crit. Ich brauche einen Attack Sense mit Double Crit. Ich brauche einen Electro Goblet mit Double Crit. Ich brauche einen Crit Damage Circle mit Crit Rate. Und das ist, was ich brauche. Also, ich brauche basically jedes Piece. Ne? Kann noch ein Upgrade bekommen. Und zwar relativ simpel. Tatsache, dass man halt da nichts bekommt, ist halt einfach krass. So, wenn es irgendwie ganz spezifisch ist, so das eine Piece muss genau das haben, dann, okay, verständlich, ist es nicht wirklich so etwas, was man erwarten kann, innerhalb ein paar Tagen ein Upgrade zu bekommen für. Aber wenn man halt wirklich noch alles, alles upgraden kann, dann ist es halt wirklich frech. Ja, was ist das? Also, wow. Das würde ich sogar nehmen, wäre es das andere Artefakt-Set. Wäre das vom Artefakt-Set Scroll of the Hero of Cinder City, wie auch immer, also halt das Support-Set von Nettle, dann wäre das sogar sehr gut für Xelonen wegen Main-Stat-Defense, Energy-Charge und nochmal Defense-Substats. Das würde ich nehmen, würde ich behalten, würde ich sogar leveln. Aber hier bringt es halt original nichts. So gar nichts. Wenn ich tatsächlich mal so Main-Stats-Defense haben will, ich habe mal nachgeschaut, habe ich auch wiederum nichts. Ne, von dem Set. Das ist auch wieder so richtig Classic. Jetzt brauche ich mal Defense-Main-Stat und ich krieg nichts, ne? So, hä? Natürlich nicht. Also vom Netland-Set zumindest hier nicht. Im Set natürlich nicht, aber... Hier kriege ich. Okay, schade. Ich dachte, der Skill wäre schnell genug noch angekommen. Dann halt nicht. Ja, ich habe das Gefühl, heute wird halt auch nichts kommen. Einfach nur Bullshit. Wow. Wow. Bro, das ist gefühlt das gleiche Piece wie vorhin. Bloß noch ein kleines Stückchen schlechter. Und das vorhin war schon komplett unnötig. Unbrauchbar. Oh mein Gott. Also, es fühlt sich halt schon Arsch an, einfach so mit aufzuhören mit der Session. Mit der Farming Session. Ich habe ein gutes Piece und das ist nicht mal so gut. Dafür, dass es von blau ist, ist es halt real nicht mal so gut. Es ist gut. Aber es ist nicht mal so etwas, wo man sagen kann, okay, das ist das beste Piece aus der Zeit. Und nichts anderes danach ist auch nur überhaupt annähernd erwähnt. Also damit kann man sich nicht zufrieden geben. Es zieht den Durchschnitt nicht hoch genug. Ja, jetzt muss ein Banger drin sein oder ich wurde halt komplett gescannt. Wow. Okay. Ja, ich wurde ja legit komplett gescannt. Mal wieder weniger Pieces von dem Set, die ich brauche. Und jedes einzelne Piece war komplett Bullshit. Okay. Ja, das war wegen dem Event. Das ist weg. Okay, macht Sinn. Also, wow. Also, wow. Ich habe halt wirklich keine Worte dazu zu sagen, außer was soll das? Es ist halt ehrlich frech. So, ja, wenn das Crit Rate bekommt, dann... Surely wird's gut. Surely wird das dann in Peace, das gut rollen kann. Aber es müsste halt Attack oder Crit Rate bekommen jetzt. Es kriegt HP. Ja, richtig. So, das kann ich halt nicht benutzen. So, es sei denn, es geht nochmal in Crit Damage rein. Aber
Ja, jetzt mache ich es gerade normal, so wäre ich jetzt nicht genug High on Copium, um das zu machen, aber guck mal. Man kann es ausprobieren. Juhu, es geht in Defense Flat Max Roll. Oha, genau dann, wenn es Defense Flat geht. Wow, dann muss Max Roll sein, aber guck mal. Jeder andere nützliche Roll, Crit Damage, Low Roll, Energy Recharge, Min Roll, HP Percent, Min Roll. Hier Crit Damage besteht aus einem. Besteht aus zwei Low Rolls im Durchschnitt, wenn ich es richtig sehe. Oder? Wait, actually. Ja, das sind zwei Low Rolls, genau. Geil. Die Attack Rolls, keine Ahnung. Energy Recharge ist es trotzdem nicht geil. Hier auch so. Die Rolls sind schon sehr low, wenn man so drauf schaut. Auf Akasha kann ich ja mal gehen und da kann man sehen, wie schlecht ist mein Chlorint-Bild. Ja, 540 Roll Value für 7 Rolls ist crazy. Das heißt, dass im Schnitt jeder einzelne Roll ein Low Roll war. Was im Durchschnitt für 7 Rolls heißt, ein halb hoch 7, beziehungsweise ein Worst Case von 1 in 128, was Rollhöhen angeht. Ja. Braucht man Worte dazu zu haben? Nein. Für eine Feather nach so langer Zeit nicht mal 450 Roll Value zu haben, ist frech. Und dann ist es nicht mal so guter Roll Value, es ist so Attack. Attack ist nicht mal halb so viel wert wie Crit. So, hier. Nicht mal die Hälfte des Wertes. Dann ist es immer noch in den falschen Crit Roll gegangen. Hier Crit Rate, deutlich weniger relevant als Crit Damage. Auch hier sehr viel Crit Rate. Nicht mal 350 Roll Value, nicht mal 300 Roll Value. Das ist so unfassbar unzufriedenstellend. Das ist so, in Noten würde man das so, könnte man das so beschreiben als eine 5 minus oder sowas. Es mangelt überhaupt an dem Grundlegenden. Es ist wirklich unfassbar. Du musst wissen, so Top 19% Builds sind meistens von entweder Leuten, die gerade erst eine Woche in der Domain drin waren, bestenfalls, oder von Leuten, die einfach keine Ahnung haben, wie man Charakter bildet. So alles unter Top 15% ist meistens nur irgendwelche Leute, die Mumbo Jumbo Scheiße zum Craften und nichts über das Game wissen, oder die gerade erst angefangen haben, das Build zu machen. Ich bin seit guten 2,5 Wochen drin. Heute ist der 18. Tag. Wir reden von so in etwa jeden Tag 4,5, ne? 4,5 mal 2 macht 9, mal 9 macht 81 Condensed Resin. Ich habe nicht mal einen Attack Sense. So, das Attack Sense ist ein Offset. So, wenn man das Offset abzieht, habe ich gerade mal 1590 Roll Value bekommen durch 81. 81 Condensed. Das ist Bullshit. Das ist so ein Witz, wie schlecht das ist. Also wirklich, wie schlecht das ist. Es ist unfassbar. Man kann es nicht mal in Worte wirklich fassen, wie schlecht das ist. Und man muss auch noch wissen, das Electro-Goblet war auch noch gecraftet. Das heißt, wenn wir das nochmal abziehen, sind wir bei noch weniger. Also, es ist ja wirklich ein Witz. Es ist wirklich ein Witz, wie schlecht die Pieces sind. Ja, guck mal. Geht das Crit Rate? Surely. Trust. Mal schauen. Defense Flat. Wer hätte es gedacht? Dafür, dass ich schon fast für zwei Drittel eines Monats in der Domain bin, ist ja das Ergebnis extremst, ich hab's schon gesagt, aber wirklich extremst unzufriedenstellend. Es ist unfassbar, also wirklich unfassbar, wie schlecht mein RNG ist. Das ist Bullshit. Auch hier so, das Piece ist zumindest, das würde ich, also wow, warum ist es vom falschen Set? Das ist auch übelst gut eigentlich sogar. Falsches Set dann aber. Also ist es nicht mal übelst gut. Das ist gut, okay, für Excel wäre es gut, aber Excel spielt's nicht auf diesem Set. Also es ist auch schon wieder so, keine Whatever. Pieces hier sind scheiße, die Pieces hier sind scheiße. Geo Double Crit, wow. Das eine, von dem man nichts braucht. Das ist auch nicht mal so schlecht, aber falsches Set, ne? Bringt auch nichts. Also original nichts. Holy shit. Also. Holy fuck. Das hier hätte ich gerne etwas mit Crit Damage, Crit Rate. Eigentlich eher auf ihr. So, das würde ich ihr gerne geben. So gern würde ich ihr das geben, wenn ich ein Onset Sense hätte, das auch nur annähernd vergleichbar ist. Also vor allem, das ist aber wirklich ein Witz. Eine Feather mit 5 Substats? Die insane. Also, come on. Also, come on.
Das kann mir keiner erzählen. Ich bin halt so close davor, noch zu copen und zu sagen, vielleicht geht das noch dreimal ein Crit und dann wäre es halt legit besser. Also, wow. Uff. Also wirklich, uff. Das ist halt wirklich frech. This route. Ich habe gestern das ja noch nicht eingekauft. If you ever ha Also was soll ich halt sagen? Es ist einfach unfassbar. Ich habe ja nichts bekommen, wirklich. Ich habe es ja ausgerechnet jetzt. Ich müsste 81. Ich habe sogar mehr ausgegeben, weil ich habe ja in der Zeit auch noch drei oder viermal Transient Resin. Ich meine ja doch. Doch Transient Resin ausgegeben. Das heißt, ich bin bei so in etwa 84 Condensed inzwischen. 84 Condensed in diese Artefakt-Domain. Und das Ergebnis ist bodenlos. Ein Piece, ne? Ein Piece. Die anderen kannst du nicht mal als Pieces bezeichnen. So. Ja, ich habe eins mit 4 Crit-Substats. Ich habe ein Crit-Circle mit 4 Crit-Substats, aber es hat nicht mal 300 Roll-Value. Es hat nichts an Wert. Also, ohne zu übertreiben, es hat wirklich nichts an Wert. Oder was gibt's noch? Ein nicht vorhandenes Attack-Sense. Also, ich habe ja nicht mal eine Attack-Sense. Ich habe nicht mal eine Attack-Sense mit 3 Rolls. Deshalb habe ich keins. So, ich habe es getrashed. Weil es nicht mal 3 Rolls hat. Eine Attack Sense ohne. Also mit weniger als 3 Rolls. Und eine Flower mit weniger als 450 Roll Value. Die auch nicht mal in die besten Stats gelaufen ist, sondern die Min Rolls, die Low Rolls waren alle in den besten Stats und die High Rolls waren in dem schlechteren Stat drin. Der nicht mal halb so viel wert ist wie die anderen. Es ist halt wirklich kaum zu beschreiben, wie unfassbar schlecht das ist. Und ich rede die ganze Zeit darüber, weil es halt mich. Ich führe diesen Account schon mit einem Ziel auch immer, ein gewisses Ergebnis innerhalb einer gewissen Zeit zu erwarten. Es gibt auch so einen gewissen Erwartungswert von dem, was man erhalten kann in einer gewissen Zeit. Und ich bin weitaus unter dem Erwartungswert über einen durchgehend langen Zeitraum. Das heißt, ich bin wirklich immer konstant in einem Worst Case von weniger als 1% oder sowas dabei. Und das macht mich einfach so sauer. Weil ich dieses Spiel auf diesem Account besonders ernst nehme. Ich will hier halt einfach ein gescheites Ergebnis haben. Etwas, womit ich spielen kann, was halt auch einfach ein Ergebnis ist, wo du sagen kannst, es macht Sinn. Es ist halt einfach. Die Tatsache, dass ich auch einfach die Mathe dahinter verstehe und weiß. Und auch einfach weiß, was man zu erwarten hat eigentlich nach dieser Zeit. Und dann die Ergebnisse sehe, ist eben das, was besonders schlimm ist. Ich weiß, was erwartungswert ist und ich weiß, wie weit ich unten drunter liege. Und das ist das, was mich so unfassbar sehr anpisst. Ja. Gibt es noch irgendwas zu tun ansonsten für heute? Gibt es irgendwas zu sagen? Ich bin wieder so sauer, wirklich. Also, das ist halt einfach unbeschreibbar, wie schlecht mein RNG ist. Ich weiß halt nicht, ob ich Strongboxen will. Strongboxen will irgendetwas, weil. Was will ich Strongboxen? Marisches Hunter wird mich sowieso wieder nur scannen. Ich habe schon mal 300 Artefakte oder sowas reingestrongboxt. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist kompletter Bullshit. Also zusammengerechnet habe ich 300 gestrongboxt und ich habe nichts Gescheites bekommen. Ey, ich habe was bekommen, actually. Ich habe einen Goblet bekommen für das Marisches Hunter Set. Was ich aber sowieso nicht mehr auf sie packe. Hi, Frosch. Moin.
Bro, du weißt nicht, wie sauer ich heute schon wieder bin. Also, holy shit. Ich habe jetzt mal ausgerechnet, ich bin inzwischen 84, 85 Condensed Resin into diese Domain, ne? Whimsy Domain. Ich habe Ja. umgerechnet an Roll Value. Was denkst du, ist der Roll Value, den ich erhalten habe? Das Attack Sense musst du rauszählen, weil das ist ein Offset. Das habe ich nicht bekommen. Mein bestes Attack Sense hatte drei Substats. Und das Goblet habe ich ja gestrongboxed. Habe ich nicht gestrongboxed, habe ich gecraftet. Was denkst du, ist mein Overall Roll Value nach 85 Condensed Resin in der Domain? So 1800. Moment, ich muss kurz rechnen. Okay, ich bin gerade müde, weißt du was? Ich tippe das gleich ein. Wir sind bei Stolzen. Hallo, willst du auch mal? Stolzen 1260. Schade. Ich hab. Jetzt für wen farmst du eigentlich, Chlorint? Chlorint. Macht Sinn. Ich hab. Okay, ne? Stolz 16 Substats. 16 Substats ist. Du, ich glaube, du weißt, wie wenig das ist, ne? Ja. Für 85 Condensed. Und davon auch noch habe ich dann. Nur 1260 Roll Value. Jetzt stell dir vor, was 1260 Roll Value aus 16 Rolls dann auch noch ist. Es sind schon insane wenige Rolls und dann sind die Rolls auch noch insane low. Ja. Also, Bro, ich bin halt wirklich sauer. Es ist halt frech. Also wirklich frech. Es kann halt nicht sein, dass ich so lange so viel Resin dann investiere und so ein schlechtes Set rausbekomme. Wenn man das gecraftete Goblet rausrechnet und mein Offset Sands, dann bin ich bei Bullshit angekommen. Ich hab nicht mal ein Attack Sands, ich hab nicht mal ein Goblet. Wenn ich ein Goblet nehmen würde, würde ich eins mit 0 Substats nehmen. Wenn ich ein Sands nehmen würde, habe ich es getrashed, aber es hatte 3 Substats, wahrscheinlich so 2,50 Roll Value. Es ist nicht mal gelogen, wie schlecht, also. Von mir aus, wenn du noch das Attack Sense zählen wolltest, ja, hätte ich 1510. Also, es ist halt ein Joke. Ja, es ist schade. Und was mich so sauer macht, ist nicht immer so, dass ich in einem Department Pech habe, sondern dass ich in allen Departments Pech habe. Puls, Artefakte. So, wo kann man noch überhaupt RNG haben? Oh ja, critten theoretisch, so im Battle critten, wenn es Weißt du, wichtig wo ich ist. gefickt werde? Bei Ja, da werde ich Weekly auch aus gefickt, glaub mir. dieser Hurensohn von Ja. Scaramouche hat mir jetzt 2 Wochen hintereinander nicht einmal diesen Xylonen-Drop gegeben. Nicht einen. Xylon braucht Scarabos. Ja. Scaramouche. Ja. Sie. Ja. Was? Warum das? Wer weiß. So, ich werde sie nicht mal crownen können. Ja, anyways, ich habe Mit. 16, 22, 23. Ja, von denen, die, wo du 23 hast, die brauchst du. Oh, nice. Ich brauche halt 6 davon, aber ja. Ich habe 4, wenn ich die Dream Solvents verwende. Vier, wenn du Dream Solvents verwendest. Meine Ja, zwei Dream okay. Solvents. Das kommt halt heftig. Ich habe halt was angestasht, weil ich früher jede Woche dreimal Weekly Bosse gemacht habe. Ich habe auch weniger Dream Solvents als früher. Ja, nur 74. Ja. Ja. Nee, wirklich, ich kann wirklich nichts mehr sagen dazu. Du willst ja sicher mal mein neues Mona-Bild reviewen. Klar.
Bro, warum funktioniert mein Dreckstischlicht nicht mehr? Ja, da hast du beim Strom zu wenig Substats. Nee, aber Bro, ich hab so literally auch in Real Life habe ich so häufig schlechtes RNG. Weißt du noch, ich hab mal erzählt, das mit diesem Bussitz. Habe ich auch schon erzählt, das mit dem Stuhl auch im gleichen Tag? Nein. So, ich saß mal im Bus von der Abi-Reise, bin ich zurückgekommen und irgendwie war da was kaputt, ne? Es war nicht mal mein Sitz auf dem Hinweg. Auf dem Rückweg habe ich mich nur dorthin gesetzt, weil der andere Typ sich vorher reingesetzt hat, bevor ich reinkommen konnte. Okay, dann war er halt so. Und die Lehne war schon kaputt auf dem Hinweg, hat er mir selbst gesagt. Und dann wurde ich aber gecharged für die Lehne, weil ich in dem Moment dort saß. Und nochmal obendrauf, am gleichen Tag davor, basically, also eigentlich am gleichen Tag, aber ja, es war der gleiche Tag, basically, es war halt so ein bisschen davor, kann man auch sagen. Da hatte ich mich auf einen Stuhl gesetzt im Apartment, als wir dort waren. Und ich habe mich normal nach hinten gelegt und der Stuhl ist einfach, ja, ist einfach kaputt gegangen. Lehne einfach kaputt. So, Bro, ich habe einfach Dogshit RNG IRL, was das angeht. So, es ist frech. Es ist halt frech, Bro. Mona, okay, 2233, Scout Atlas R2. Emblems, hallo, Nitrotom, by the way. Heart of Depth, plus 15, Hydro Damage Bonus und 2-Piece Emblems, I see, C6. Und Triple Crown. Flower ist nice. Feather ist sehr nice. Sense ist sehr nice. Das Goblet ist auch crazy. Circlet ist das einzige, was wirklich krass Verbesserungspotenzial hat, noch das ist crazy. Ja, hat Base, ein Triple Flat Attack Crown. Roll tut weh. Bitte was? Der eine Flat Attack Roll tut schon weh. Ja. Muss ich zugeben. Ein Flat Attack Roll muss wehtun. Kann ich definitiv relaten. Fehlt nur noch, dass Mafuika rauskommt und dass sie spielen kann. Ja. Ne, also wenn ich morgen dann auch nochmal Xylon 50-50, also Bro, ich weiß nicht. Wenn ich morgen nochmal so Xylon und Late Pity 50-50 verliere und sie dann erst auf Late Pity bekomme, beziehungsweise gar nicht, weil ich dafür erst noch farmen muss. Also dann weiß ich halt actually nicht mehr. Dann weiß ich nicht, wie kurz ich davor bin, das Game doch noch irgendwie demnächst zu quitten. Ja, dann gibt es 3 CCC-Accounts. Na. Ne, dann gibt es Nier Automata. Ne, das würde ich dann auch einfach nicht spielen. Warte. Dann. Aber wenn du 50-50 gewinnst, dann spielst du es. Dann spiel ich's vielleicht. Dann gebe ich dem eine Chance vielleicht. Dann gibt's so ein 50-50. Nee, ich sag, ich werd's nicht spielen, damit du nicht hoffst, damit ich verliere. Sonst wirst du noch so ein Sadist, der darauf hofft. Wie Profi Hunter. Ja. Ich muss natürlich erstmal noch notwendig ein paar Crystal Flakes farmen. Bro, also hast du die Blumen gefarmt für Xylonen? Wie was? Was braucht es überhaupt? Bro, es geht no joke. So, unter 10 Minuten. Weil Mualani ist behindert in diese Blumen abfarmen. Ja, aber was brauchst du überhaupt? Diese rot-blauen Brilliant. Was zum Fick? Chrysanthemum. Ach so. Ja, okay, kann ich gleich farmen. Und no joke, ich habe in 10 Minuten 130 davon gefarmt. Einfach mit Mualani. Weil Mualani markt sie auf der Map. Mualani hat gefühlt unendlich Stamina, wenn sie die einsammelt. Die meisten sind am Wasser. Es ist behindert.
Halt, ich habe schon 85 durch Exploration, also fehlt mir nur noch so die Hälfte. Naja, es ist actually nur die Hälfte, weil die anderen kriegst du noch for free. Von Trial. Oh, da sind Capybaras. Nice. Cool. Ich stopp mal Zeit. Ich bin ungefähr bei 30 Minuten im Stream, habe ich angefangen. Mal schauen, wann ich genug habe. Wait, what the Ja, fuck? Oh. Speedrun. Ja, nee, also ich mache jetzt nicht wirklich einen Speedrun, ich bin blind. Schade. Bro, guck mal, wie viel ich vorbeigelaufen bin, ohne sie gesehen zu haben. Ja, ich hab. Ja. Ich hab leider in den Stream geguckt. Hier sind auch noch welche. Aber ich schwöre, die haben auch einfach nicht geglitzert in dem Moment. Hast du beim Blumensammeln schlechtes RNG? Ja. Schade. Ich habe auch vorhin schlechtes Wetter RNG, ne? So gestern bevor, nee, heute sogar, glaube ich, bevor ich losgefahren bin, es hat nicht geregnet. Nachdem ich losgefahren bin, während ich losgefahren bin zur Uni, es hat geregnet. Nachdem ich angekommen bin, es hat wieder aufgehört. Geil. Wobei, ich glaube, es war nicht heute, actually. Es kann auch gelogen sein. Was Schade. ist? Ich, wenn mir das selten passiert. Ja, wir haben, soll ich das sagen, gute Spekulationen für Jessica bekommen. Ach so, meinst du Aber ich so glaube, die hast du Jello gesehen. Speculations? Ja. Ich habe gestern so ein Sind die Cello-Video geschaut, hier oder also, wo? for some reason the community has always has a very accurate speculations. Und dann hat er so 2 Minuten lang erklärt, so indirekt, wie sie Beta-Changes in der Beta bekommen. Also Aber ja, so. and the speculations always change. Ja. Wait, where the fuck? By the way, Tomato ist gejoint, hat Cock gesagt und ist wieder geleaved. Ich hab's nicht mal mitbekommen. Ich weiß, darum sage ich's. Ach, danke. Die Information war notwendig fürs Überleben. Ja. Es haben sich vielleicht ein paar Synapsen abgebaut. Xion ist nicht mal draußen und ich kann schon nicht mehr klettern mit anderen Charakteren. So, weil ich zu viel Footage gesehen habe, wie die da hochrennt. Das war ein Cooldown, Katschina, du Hure! Oder hochspringt sogar. Damn. Bist du da hochgeklettert? Weil Das ich ist auch keinen Bock einfach hatte hier. Ich war schon hier. Und ich wollte nicht von hier nach dahin rennen. Ey, Das mit kannst du nicht im Molane geht Stream das so. betrachten. 10 Sekunden. What's this? Cap. Okay. Ja, natürlich. Hä? Need a surfboard? Aber mein, wo sind die Teile noch? Hier, danke.
Ach, jetzt weiß ich auch, weshalb ich so viele von denen habe, ich kann mich erinnern. Ja, jetzt kommt die richtig chillige Route. So, 20 Blumen die Minute. Wow. China fast gestorben. Weiß nicht, ob ich wirklich was dagegen gehabt hätte, aber jetzt gerade für Exploration wäre es halt. Weißt du, wo sie nicht gestorben ist? Im Fight gegen Mordani. Ja, da wo sie hätte sterben sollen, muss ich sagen. Ist halt eigentlich, schaue ich nicht so sehr auf die Minimap. Merk's. Jetzt inzwischen schon. Bro, mein Ping, ich hab gedoubletappt. Du Hurensöhne. Ja, nee, das ist halt so scharf, mein Ping, so. Du weißt, wie Ping funktioniert, ne? Das heißt, dass dass ein Signal nur nach der doppelten Länge des Pings durchkommen kann. Weil es muss ja einmal hin und einmal zurück, deshalb ja Ping, wegen Ping-Pong. Ja, tatsächlich weiß ich, wie Ping funktioniert. Boah, ich muss noch 5 Minuten warten. Dann bekomme ich ein Resin. Und damit kann ich einen Weekly Boss machen. Der droppt uns surely ein Dream Solvent. Der neue Battle Pass muss mich dann carryen. Weil ich hab 0 Fragile Resin. Schade. Ja. So ein bisschen mehr. Ja, kannst ja Whimsy gehen und dir dann ein gutes Set dafür holen. Ja, sure. Meinst du so weitere 80 Domain Runs, weitere 80 Mal Dogshit ja bekommen? Bekommst safe so ein Upgrade, so plus ein Substat. Wenn es auch noch heißen würde, dass die Attack Stats mit Crit ersetzt werden würden, dann wäre es gut. Vielleicht so halb. Warum ist dein Ping so hoch eigentlich? Weil ich gerade streame und noch was anderes hochlade. Ah. So ein 10-Stunden BOD, wo ich dann Congrats schreiben werde. Ne, auf dem Kasumain. Das siehst du nicht mal. Ah. Aber an den Videolängen kann ich abzählen, wie lange ich denn gestreamt habe. Deshalb, wenn du mich so fragst, wie lange ich spiele, so ich weiß es ganz genau, ich kann es abzählen. Schätzt du eigentlich, dass ich jeden Morgen und jeden Abend auf meinem zweiten Account dir schreibe? Safe. True, sure. Ja. Yeah. Ritual. Actually, so, warum? NOS 8,5 Minuten sind um, wie viel habe ich bekommen? Wait, wo the fuck sind die? Ja. Yeah. Jetzt ja, schon ich gerade weiter zu bei dir. Ah, was geht? Ich bin im Stream, bitte nix. Ja. Was meinst du? Ja, so mit der Arbeitszeit wird mir Claudio Clips geschickt. Ja, das nennt man. Ja, arbeite halt wirklich. Ja. Ich habe actually keine mehr von denen. Ich habe nur 71 bekommen, es gibt keine mehr auf der Map, die angezeigt werden. Schade. Du hast das gelogen. Ja, und was für Clips? Ja. Also ich würde das als Clips bezeichnen. Ja, nicht schon, ich bin schon in eine andere Welt gegangen. Ja, danach. Okay. Aber ich war halt auch etwa doppelt so schnell wie du, darum. Ich hab halt actually so 10 Minuten gebraucht. Okay. Hey, ich würde dann aber gar nicht so oft die anderen Teile gehen. Ich würde dann halt legit nur auf dieses eine Gebiet gehen. Das ist ja viel schneller als die anderen gewesen. Ja. Noch schneller wäre es, wenn du nicht da hochklettern würdest. Need a surfboard? Let's ride!
Oh mein Gott, schau dir seinen Namen an. Murmeli zweiter Kant. For real. Wait, er hat... Okay. Welche Cons? Er hat keine Cons, okay. Vielleicht ist er im F2P. Täuschend. Blackleaf Pole auf Jean, okay. Täuschend. What? Ha? Hey Chingling, hast du die Effekte von dem Bow gesehen? Nein. Welchen Bow überhaupt? Weiß nicht. Streamer Event existiert, by the way, für nächste Version einfach nicht. Ach ja, dann. Also der Chaska Bow. Achso, für nächsten. Ich meine, du weißt, dass ab der Mitte sowieso kein Event mehr ist. Es ist immer nur für die erste Hälfte. Nee, weiß doch tatsächlich nicht, aber... Ich sag's eigentlich immer. Ja. Ich sag dann auch, jetzt können wir über Leaks reden. Genau. Achso, können wir das jetzt? Ja. Habe ich eigentlich jedes Mal ab der Zeit auch angekündigt. Okay. Okay. I mean. Hast du das Kit gelesen? Nein. Schade. Okay, es ist basically Wanderer, aber besseres Quality of Life. Aber was? Besseres Quality of Life. Ja, klingt gut. Ja, sie hat Interruption Resistance und so. Das klingt sehr gut. Ja, dafür musst du verschiedene Charakter spielen. So eine Navilette-Situation, glaube ich, wo du halt wahrscheinlich Farusan spielen willst, aber dann verliert sie ein Stack wie Navilette mit Farina. Und dann C1 gibt dir halt ein Stack wieder. Ja, okay. Vielleicht würdest du es mit Farusan spielen wollen, weil Omega Buffer und... Ja. Ah ja, und... was nicht so geil ist, dass Foul einfach gequittet ist. Ja, das habe ich gelesen. Ja. Jetzt gibt's einfach keine guten Leaks mehr. Da gibt's nicht noch ein paar andere reliable Leaker? Ja, nicht die so früh leaken. Also wenn die Beta draußen ist, ja, dann wow. Aber er war so der Einzige, der davor geleakt hat. Bro, die Frau musste gesagt haben, du kannst jetzt nicht... kannst jetzt nicht deine Karriere wegschmeißen als CEO von Dings und alle Informationen vorher liegen. Ja, aber actually, warum hat er aufgehört? Irgendwas muss ja passiert sein, dass er aufhört damit. Wer weiß. Er hat so geschrieben, Leute haben Dinge über ihn gesagt, die er, oder gesagt, dass er gesagt hat, die er nie gesagt hat und so. Keine Ahnung. What the fuck? Wie hat Mualani diesen Jump gemacht? Ey yo, hab's gesehen. What the fuck? Einfach Skill. Ich glaube, hier ist so eine ganz kleine Plattform sozusagen fast. Ja, genau. Oh ja, das funktioniert. Nee, nee, jetzt bin ich fertig. Bist jetzt stolz auf mich? Ich habe so in 3 Minuten wie viel gefarmt? Wie viele sind das? Actually, ich habe keine Ahnung, wo ist der Kack? Bro, ich bin aber auch so blind. Ja, du hast 30 zu viel. Ja. Jetzt habe ich 40 in 3 Minuten gefarmt, bist du glücklich? Nicht zu slow. Ja. Juhu. Gut gemacht. Aha, aim. Okay, aber mein. Bro. Need a surf. Off we go. Ich habe noch gar nicht meine Daily Commissions eingesammelt. Schade.
Ich muss halt, also ich bete halt wirklich so sehr, dass ich morgen zumindest Xilon 50-50 win. Wenn's durch, wenn den Dream Solvent jetzt nicht öffne. Ja. Nieder. Ich habe einen bekommen, let's Vor go. einer Stunde. Let's go. GG. Was ist überhaupt die Chance für einen Dream Solvent Drop? Ein Drittel? Ein Halb? Ja, Zwei Drittel? bei mir so 10%. Ja. Ey, das einzige Erfreuliche für heute ist halt ausschließlich, dass Mualani Friendship 10 wird. Das ist extrem erfreulich. Es bringt so viel. Ja, guck, die Sache ist, ich habe nichts anderes an, das ich mich erfreuen kann, muss ich dir sagen. Oder kannst du mir etwas nennen? Xidone kommt morgen raus. Ja, aber das erfreut mich doch nicht heute und ich weiß sowieso, dass ich Late Pity 50-50 verlieren werde und erst auf Late Pity bekommen werde, mal wieder ein Worst Case 22% Chance. Und natürlich obendrauf werde ich sie gar nicht erst bekommen können, weil ich dann nicht genug Puls habe. Ja, und dann wirst du zum Whale. Ja, Genau. ich krieg ja immer noch genug bis Guaranteed, also während der Version, aber ich krieg halt nicht jetzt genug. Wenn wie viele Nee, du Primus gewinnst krieg... einfach mal. Was? Ich gewinne einfach mal. Ja. Ja, mach mal. Hm. Ilya, glaubst du, er gewinnt 50-50 morgen? Du meinst 0-100. Nachdem ich das erste Mal 50-50 verloren habe, sollte es inzwischen auch, glaube ich, schon eine 75 zu 100 Chance sein. Oder ist es erst beim zweiten Mal die 75 zu 100 Chance? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, es ist erst 50-50, wenn du es verlierst, ist es nochmal ein 50-50. Und wenn du das zweite Mal 50-50 verlierst, dann ist es eine 75 zu 100 Chance. Und wenn du nochmal die 75 zu 100 Chance verlierst, dann ist es eine 100% Chance. Dann kannst du gar nicht mehr verlieren. Das ist sozusagen 50-50, aber wenn du verlierst, hast du eine 100% Chance, dass du trotzdem gewinnst. Hauptsache, du würdest noch verlieren. Ja, so den Teil dafür. Alter. Wie viele Primus kriegen wir morgen nochmal? Durch Exploration 400, oder? Hallo? Morgen 400, was? War es nicht wegen, wenn du genug Exploration gemacht hast, kannst du direkt die Rewards einsammeln von irgendwie 400 oder so ein Scheiß. Ach so, da war ja was. 400 oder Keine 600? Ahnung. Zu wenig. Ja. Ich schau mal kurz nach, was sagen sie, wie viel das ist. Ich glaube, es sind 400. Ja, dann sind es noch 400 Primal Gems plus nochmal die Maintenance sind nochmal wie viel? 600, oder? 2x 300. Oder bin ich jetzt ein Träumer? Nee. Achso, actually true. Ich kann jetzt ja das mitnehmen, das Banner für Mualani. Sharky. Let's go. Friendship 10 auf Sharky Girl. Juhu. Ich switch mal. Das ist das erste Mal in 2,5 Jahren, dass ich das switche. Von Ayaka-Fächer zu Sharky. Background. Ich glaube, ich switch sogar mal Dings. Sogar actually mein Profilbild, mein Avatar. Insanes Event. Ja, ich habe das halt legit für 2,5 Jahre nicht gemacht. Ich habe, seitdem ich Eier gab, habe ich das drauf. Also und ja, seitdem und für Friendship Tennis. Das war sie relativ schnell, weil ich sie komplett gemaint habe. Ja, jetzt ist es Mualani. Wichtig. Ja. Der vielmal bessere Charakter. Ja. An Ayaka habe ich ja inzwischen schon ein bisschen losgelassen. Das kannst du schon alleine daran erkennen, dass sie nicht mal mehr der Träger ist ihrer Waffe. So, sie ist nur noch
gelegentlich Mistblitter Reforged-Träger, aber nur ausgeliehen von Clorinde. Hast du nicht Eier zur Waffe? Ja, aber willst du wissen, wie viel Crit Rate Clorinde hat? Oh. Sie ist jetzt schon am Overcappen. Du bist auf einem Crit Rate Circlet, ja. Ja, weil ich kein Crit Damage Circlet bekommen habe mit auch nur zwei Rolls. 18. Oder? Die Drops nicht. Aber dass du es nicht spielst. Was? Was hast du gesagt? Macht dann Sinn, dass du es spielst. Ja. Egal, ich wollte eigentlich ausrechnen, wie viele Prime Gems ich noch bekomme. Man kriegt 300 für die Maintenance jeweils, ne? Oder kann ich das noch nachschauen bei der Mailbox, oder ist es inzwischen entfernt? Von Anfang dieser Version. Ich glaube, die sind schon lange weg. Ja, angenommen, ich krieg 1000. Ich glaube, es sind 2x300 tatsächlich, oder 1000. Plus die 400 macht 1000. Ja, genau. 600 plus 400 macht 1000. Ich nehme mal 1000 Prime Gems mehr, juhu. Wäre ich actually bei genau 10 Tempuls. Ich meine 11 Tempuls. 110 plus 3. Hiervon kriege ich noch mindestens, sagen wir mal, 3 Puls, oder? Hiervon kann ich noch schon die 3 Puls rausgewinnen. 3 plus 3 macht 6 plus 110 macht, ja, 116 Puls. Ich habe morgen 116 Puls. Und sagen wir mal, wenn ich noch 50-50 verliere, kriege ich ja noch 2 weitere Puls. Also bin ich bei 118. Und da ich noch Forsters ein bisschen bekommen werde und die meisten ja bei mir schon C6 sind, es sei denn, ich kriege nur Late... Entweder ich kriege... Also... Auf 10er Pity immer erst den Forster und dann erst 50-50 Loss und dann erst Candace. Das dreimal hintereinander. Ja gut, dann kriege ich halt vielleicht nur einen extra... oder 3, sagen, ne, dann hätte ich immer noch guaranteed 3 extra Puls. Ne, dann bin ich inzwischen bei 121 Puls. 121 Puls plus, was ist meine Pity? 13. Ja. Was ist 121 plus 13? 134. Ich habe nicht genug, um zweimal bis Soft Pity zu kommen. Ja, das war's, okay. Wo ist 7? Pardon. Und ich könnte halt darüber nachdenken, das zu tun, aber nein. Ich will mir lieber einen Skin holen eigentlich. So, das sind also sowieso nur 5 Puls, damit komme ich nicht auf nochmal Soft Pity. Bin ich immer noch unter 10. Ja, also. Ach, Mann. Bro, es ist halt actually ein Scam. Bro, du redest halt voll so, als hättest du schon verloren. Ja, was... denkst du, was passieren wird? Nichts Schönes. Ja, empirische Daten haben schon alles bewiesen, womit ich rechnen muss. So, ich würde sagen, einfach nur abgesehen von Kinich, der ein Win war, waren die letzten 9 50-50s auf meinen Accounts verteilt. Ich glaube, so, vielleicht sogar 10. Alle Late Pity Loss. Late Pity guaranteed. Ich weiß nicht. So. Ist halt das, wovon ich inzwischen ausgehe. Ist halt Default. Das Geile ist, ich habe auf allen drei Accounts 50-50 und ich habe auf allen Accounts Pity, also Guaranteed Five-Star sogar. Nicht nur bis Soft Pity, sondern bis Hard Pity. Hätte ich aber halt 50-50. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jedes Mal verlieren werde und die ein Achtel Worst Case Chance abstaube? Das ist theoretisch noch weniger als ein Achtel, weil man müsste bedenken, es existiert die Wahrscheinlichkeit Early zu bekommen, es existiert die Wahrscheinlichkeit für Double, es existiert die Wahrscheinlichkeit für ja, was weiß ich, anderes Zeugs noch. Das heißt, theoretisch ist es noch weniger als ein Achtel, aber nehmen wir mal an, die Worst Case ein Achtel Chance. Was denkst du, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich die bekomme? Keine Ahnung, wenig. Ja, genau, statistisch gesehen, dumme Frage, ist es ein Achtel, lol. Anyways, ja, ja, was ist? Okay, danke. Was macht Sen gerade überhaupt? Ah ja, natürlich. Stimmt, Stream.
Ja. Ich bin die Ursache gerade am molesten. Schade. Was spielst du für einen komischen Charakter? Ich weiß auch nicht. Es ist ein Skin für Claudio. Ah. Oh, ich mal sehr kann. Ja. Okay. Ja, ich bin auch am überlegen, ob ich morgen um 5 Uhr aufstehen will. Let's go! Ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin, mit Depressionen in den Unitag zu starten. Nee, dann... Weil dann ist Murmel im Call. Okay, der hat bei dir nicht so einen guten Effekt, aber... Ja, bei mir war das gefühlt legit. Also abgesehen von ZZZ... hat er legit immer nur... Also, es ist ungelogen. Immer wenn er dabei war, hatte ich mehr Pech. Es ist nicht mal ein Joke. Es ist halt actually so, wann war es... Wann, also wirklich, ungelogen. Wann habe ich das einzige Mal meine zwei 50-50s gewonnen? In den letzten 10 50-50s. 13 50-50s, sorry. Letzten 13 50-50s. Wann habe ich das letzte Mal gewonnen? Zweimal. Und zwar bei welchen Situationen? Wenn er nicht dabei war. Schade. Bro, es ist halt nicht mal ein Joke, so. Natürlich, es hat überhaupt keine Korrelation miteinander. Ich bin kein abergläubiger Spast, aber ich kann dir halt sagen, es ist crazy. Gläubiger Spast. Noch nie. Ja, ich glaube nicht an solche scheiß Zufälle, es tut mir leid, das ist dann halt einfach Zufall. Ey, was ist das gerade gesehen? Anyways, ich kann den Stream beenden. Nee, also ich wollte schon sagen, Gott hat so bestimmt, dass du kein Glück hast, den Genshin Impact.